Hallo Pflegewelt, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Das Fieber erscheint in drei Phasen. Wir hätten den Fieberanstieg, die Fieberhöhe und letztendlich den Fieberabfall. Die Symptome für den Fieberanstieg sind Kältezittern, Schüttelfrost. Kälte und Wärme wechseln sich ab. Dann hätten wir blasse und kalte Haut. Ein starkes Krankheitsgefühl ist auch dabei und die Vitalwerte, Blutdruck, Atmung und Puls sind erhöht. Als allererstes Bettruhe, was sehr wichtig ist. Dann gut zudecken. Die Heizung aufdrehen, alle Fenster und Türen schließen. Das nächste wäre warme Getränke zu sich nehmen. Leichte Kost anbieten. Meistens wird beim Fieberanstieg das Essen abgelehnt, aber trotzdem einfach mal anbieten. Den Betroffenen beruhigen, bei ihm bleiben, eventuell öfters besuchen, wenn es geht. Sehr wichtig, Vitalzeichenkontrolle. Das heißt, die Körpertemperatur regelmäßig in regelmäßigen Abständen messen. Den Blutdruck, Puls und die Atmung auch prüfen. Alles schön dem Arzt mitteilen, also Arzt informieren, dokumentieren, was sehr wichtig ist, und eine Flüssigkeitsbilanz führen. Die nächste Phase ist die Fieberhöhe. Das heißt, die Temperatur hat einen bestimmten Wert erreicht. Bei älteren Menschen ist es sehr wichtig, ab 38,5 wird das Fieber aktiv gesenkt, da sie eine höhere Temperatur nicht ertragen können und sie lebensgefährlich werden kann. Die Symptome einer Fieberhöhe sind Kopf- und Gliederschmerzen, eine rote und trockene Haut, eine rote und belegte Zunge, ein allgemeines Krankheitsgefühl, Durst, Appetitlosigkeit, Unruhe, Immobilität und letztendlich konzentriertes Urin. Die Maßnahmen, die bei einer Fieberhöhe angewendet werden, sind an allererster Stelle wieder die Bettruhe. Als nächstes wäre die Bewusstseinslage zu prüfen. In was für einem Bewusstseinszustand ist der Betroffene? Leichte vitaminreiche Kost anbieten, Getränke anbieten, leicht abdecken und kühl waschen wären auch gute Maßnahmen bei einer Fieberhöhe. Vitalzeichenkontrolle und Flüssigkeitsbilanz sollte man nicht vergessen. Was aber auch sehr wichtig ist, ist Arzneimittel nur nach ärztlicher Verordnung und Wadenwickeln auch nur nach ärztlicher Verordnung. In der Fieberabfallphase wären die Symptome starkes Schwitzen, vermehrte Durchblutung der Haut, Erschöpfung, Müdigkeit, langsame Steigerung des Wohlbefindens, Durst, eventuell Hunger und letztendlich die Körpertemperatur sinkt. Sehr wichtig zu erwähnen ist, wir haben zwei Möglichkeiten beim Fieberabfall. Das heißt, wir hätten die langsame Fieberabfallphase, die sogenannte Lysis. Was bei der sehr symptomatisch ist, ist, dass großperliger, warmer Schweiß auf der Haut auftaucht. Diese Phase ist gut. Dann hätten wir die schnelle Abfallphase, die wirklich sehr, sehr schlecht ist für den Betroffenen, die Krisis heißt. Das heißt, der Betroffene hat klebrigen, kleinperligen, kalten Schweiß auf der Haut. Die ist sehr gefährlich, weil es zu einem Kreislaufkollaps kommen kann. Bei solch einer Symptomatik den Arzt sofort informieren. Das Allerwichtigste, Bettruhe. Und nicht nur Bettruhe im Sinne liegen bleiben, sondern komplett abschalten. Also eine Ruhe, Entspannung, kein Stress. Viel Flüssigkeit anbieten. Also egal was er trinken will. Saft, Wasser, Tee, egal. Hauptsache die Flüssigkeit, die verloren wurde, aufholen. Dann Wunschkost anbieten. Er kann essen, was immer er Lust hat, damit er schnell wieder zu Kräften kommt. Das Wohlbefinden wird sich steigern, deswegen kann man die Hilfestellung langsam wieder reduzieren. Die Bettwäsche und die Bewohnerwäsche müssen ausgetauscht werden, weil er sehr stark geschwitzt hat. Vorsicht bei der Mobilisation, da es zu einer Kollapsgefahr kommen kann. Alles schön dokumentieren und natürlich die Flüssigkeitsbilanz weiterführen. Das war alles, was man über das Thema Fieber wissen sollte, da es Klausur- oder Fachgespräch relevant ist. Bitte teilt das Video auf eurer Facebook-Seite, damit auch andere Auszubildende oder Menschen, die in der Pflege tätig sind, davon Nutzen haben. Schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal für neue Videos. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch alles Gute bei der Arbeit oder halt beim Lernen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.